Nach der alten Burg der Grafen von Blankenheim, die heute als Jugendherberge ausgebaut ist, führt das Eifelstädtchen im Tal den Namen Blankenheim. Am Ort, der wegen der Aarquelle weit bekannt ist, haben sich besondere Karnevalsbräuche ausgebildet. Neben Möhnenball, Prinzenkühe und Rosenmontagszug, die auch anderwärts üblich sind, gibt es in Blankenheim als herausragendes Ereignis den Geisterzug. Die Schaufensterdekoration der örtlichen Apotheke stellt mit kleinen, weiß drapierten Puppen, die mit Fackeln ausgestattet sind, den Umzug der Geister an Karnevalssamstag dar. In diesem Haus an der Ahrstraße, das für die Fastnachtstage besonders geschmückt wurde, treffen am späten Nachmittag Nachbarn ein, um sich für das Geistertreiben zu rüsten. Hier hat eine aus Baden stammende Frau eingeheiratet. Mit den großen Strohpuppen, die sonst als Kirmeskerle gebräuchlich sind, sowie dem Transparent und dem Reiserbesen an der Haustüre soll bekundet werden, dass man sich den örtlichen Brauchüberlieferungen angeschlossen hat. Wer am Umzug der Geister teilnimmt, muss sich vorher sorgfältig kostümieren. Der Geisterumhang, zu dem man ein weißes Bettlaken verwendet, hüllt Kopf und Körper bis auf Gesicht und Hände vollständig ein. Zunächst wird das frisch gewaschene Betttuch mit der Breitseite über den Kopf gelegt. Dann bindet man die Ohren ab, wobei die Tuchkanten etwa 15 cm weit hochgezogen und mit einer Schnur dicht über dem Kopf abgebunden werden. Damit die Ohren steif aufragen, werden die beiden Tuchzipfel oval ausgeformt und zurechtgezupft. Habe ich das hier richtig? Ja. Ja, hast du denn schon schöne lange Ohren gemacht? Das riecht schön. Dieses Jahr sind sie wie ein kleiner, wie letztes Jahr. Letztes Jahr war fast größer. Ach ja, ein bisschen netter Teufel trotzdem. Ja. Gib mal ein Stück Schnur, Peter, komm. Nicole, ja. Hals kann ich machen. Ja. Aber du drum nicht so fest, so stark drehen. Denk dran, ich muss noch rufen. Ja, kann er nicht schreien, nicht rufen. Danach zieht man die beiden Hälften des Betttuchs unter dem Kinn zusammen und bindet sie mit einer um den Hals gelegten Schnur fest. So ist es möglich, den Kopf bis auf das Gesicht einzuhüllen. Gut, jetzt der Bauch macht er hin. Die Vermummung erlangt festen Sitz, indem man ein zweites Band in Hüfthöhe um den Körper legt. Weil sich die Geister beim Umzug in der Dunkelheit springend durch die Straßen bewegen, darf das Gewand nicht verrutschen. Ja, wir kommen hin mit. Lang. Siehst du wo. Prima. So, jetzt bin ich aber schöner Geist. Nee. Jetzt können wir ihn loslassen. Zahl. Prima. Gut, siehst aus. Gut. Gut, sie müssen lustig sein. Drängt euch ein. Bitte eingegrenzt. Gut, dann können wir nämlich auch da. Hast du den da? Ja, ich habe Mädchen gerichtet, dann können wir das Mädchen gleich holen. Hier, Franz, guck, und sitzen die Hirsche richtig oder wie sehen wir das? Beim Anlegen der Verkleidung helfen sich die Familienmitglieder gegenseitig. Dabei achtet man besonders sorgfältig auf den rechten Sitz der Ohren, die als hervorstechendes Merkmal der Geister gelten. Sie werden vielfach mit zurechtgeschnittenem Karton oder einem Bierdeckel versteift. Dann ist der Zug sowieso verschwitzt, dann muss ich wieder bei der Friseur gehen. So, du komm, lass uns jetzt ja und uns ein Buch fertig. Wenn die Bettlaken zum Geisterkostüm umgebunden sind, werden die Gesichter mit Mehl weiß gemacht. Damit das Mehl haften bleibt, muss man zuvor die Haut mit einer Fettcreme einreiben. Ist gut bei dir. Heiner, zeig dich mal her. Ja. Neben der Geistervermummung kennt man in Blankenheim neuerdings auch Hexen, die ebenfalls mit Betttüchern drapiert sind, jedoch Masken und Besen tragen. Die Masken wurden in den 60er Jahren nach süddeutschem Vorbild von einem aus Bayern zugezogenen Bürger eingeführt. Die ersten schriftlichen Zeugnisse über den Umzug der Blankenheimer Geister reichen in das vorige Jahrhundert zurück. Für die kommenden Anstrengungen stärkt man sich mit einem aufgesetzten Eifler Bärenschnaps. Hallo. Oh, ich Prost. Prost, ja, Prost, Herr Pastor.
Kein nicht so aufgeregt. Nein, warum? 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 Auf den Straßen hat mit Beginn der Dunkelheit das Geistertreiben begonnen. Mit lauten Ju-Ja-Rufen schließt sich auch die ganze Geisterfamilie, die sich gerade vermummt hat, der Menge an. Die Musikkapellen, die den Umzug begleiten, intonieren abwechselnd die Blankenheimer Karnevalslieder Juja, Kribbel in den Botz und Karnevalsgenossen. Beim nächtlichen Geisterumzug sind die Torbogen der Stadtbefestigung mit bengalischen Feuern rot beleuchtet. Seit einigen Jahren finden sich tausende auswärtige Besucher ein, so aus den Städten Bonn, Köln oder Aachen und aus dem benachbarten Ausland. Dem Zug springen die beiden Jeckenböhnchen voraus, die ebenfalls weiß umhüllt sind. Diese Figur gehört zum Beispiel auch in Köln zur überlieferten Fastnacht. In Blankenheim treten die beiden Fastnachtsgestalten als Herolde auf. Als besondere Form am Ort gilt das Schellenbäumchen. Mit dem glockenbehängten Gestell werden die tollen Tage 2 Wochen vor Beginn der Karnevalszeit angekündigt. Der Obergeist zu Pferd, ausgestattet mit Flügeln und in weißer Umhüllung, gilt als Repräsentationsfigur des Blangemer Fastelovens. Er wird durch den jährlich neu gekürten Karnevalsprinzen gestellt. Ihm schließt sich die große, dicht gedrängte Masse der 400 bis 500 Geister an, die sich von einem Straßenrand zum anderen springend bewegt. Zug führt vom Ortseingang beim Weiher, durch den historischen Ortskern mit den alten Stadttoren, bis zum Pastorat auf halber Höhe des Burgberges. Er klingt aus mit dem Geisterball in der Festhalle am See, an dem sich die ganze Bevölkerung beteiligt. Der Geisterzug am Karnevalssamstag, dem ein Empfang prominenter Gäste im Rathaus vorausgeht, gilt in Blankenheim als karnevalistisches Hauptereignis und gesellschaftlicher Höhepunkt des Jahres.